Simon, endlich mal sturmfrei. Mache im Hotel, was du schon immer mal machen wolltest. Das willst du nicht sehen? Ja, ich befürchte auch, das war eine dumme Idee. Erst mal hier. Endlich das Geheimnis lüften, was sie in ihrer Tasche hat. So. Janine? Jetzt wird hier mal aufgeräumt. Ich finde nämlich, Obst gehört zu den Büchern, weil das ist Gehirnfutter. So. Die Couch. Das ist ja Feng Shui-mäßig eine einzige Katastrophe hier drin. So. Das Sofa gehört nämlich dahin, dass man an der Bar sitzen kann. Das wird jetzt alles hier ein bisschen orientalischer. Eine Sitzecke. So. Hallo, hallo, Halbpension mit Schmitz hier. Ich würde gerne Pizza. Hallo. Das ist schon mal einer unserer prominenten Gäste. Sarah Engels betritt die Halbpension und scheint vorzuhaben, einzuchecken. Was ist denn hier passiert? Das ist Feng Shui. Feng Shui. Ah, ja. Okay, ich wollte eigentlich nur kurz einchecken. Ja, ja. Sie sind wahrscheinlich ausgebucht, oder? Sie sind wahrscheinlich Sarah Engels. Ja. Ich bin wegen der Modenschau da. Wahrscheinlich ganz viele. Auch die ganze Stadt ist verrückt, oder? Ja, ja, die sind alle verrückt. Aber Sie machen nett. Die Modenschau. Ich mach die. Es kommt doch der Designer. Ja, das bin ja ich. Quasselstrupf. Quatschenknopf. Ich hab mir nur ein bisschen was machen lassen. Ich würde auf jeden Fall gerne einmal einchecken und ich. Ja. Das Ding ist, ich darf eigentlich nicht mal hier sein. Ich darf nicht mal diesen Computer berühren. Ich kann mich auch an die Bar setzen und kurz warten. Ich nehme den Koffer, darf ich nehmen. Vielleicht kommt da jemand. Mal gucken. Darf ich? Ui. Ich würde ein Wasser nehmen. Den Drink kann ich sogar. Einen Moment. Ich glaube, hier hat jemand seine Tasche vergessen. Ja, das ist ein Betrug, den ich aufgedeckt habe. Kannst du mir denn sagen, wann ich einchecken kann? Weil ich muss mich ja auch noch umziehen und alles. Ja, bald. Also ich würde sagen, es wird auf jeden Fall noch am heutigen Tage möglich sein. So viel kann ich schon mal eigentlich fast garantieren. Mhm. Und da hab ich 3-4 Stündchen. Hallo. Da ist Katrin, unsere Servicekraft. Und ich glaube, sie muss da jetzt mal übernehmen. Katrin, das Einchecken läuft bei dir wie bei einer Telefonhotline. Aber herzlich willkommen. Also ich war gerade kurz, ich war kurz beim Friseur wegen, wegen der Quetschkernsache und so. Das ist auch nicht die Chefin. Aber die darf, glaube ich, an den Computer, obwohl die eigentlich nur sauber macht. Also, Moment, das also, hat die nicht wirklich drauf. Dann kommen Sie doch mal her. Ja. Du, 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 du. Das ist aber ein netter Empfang. Es ist gleich jemand für Sie da. Vielleicht fällt Ihnen noch irgendwie ein Lied oder sowas ein? Schönen guten Tag, da sind wir schon. Wir sind's hier von der Halbpension. Guten Tag, wer sind Sie denn? Was kann ich denn für Sie tun? Also ich bin Sarah Engels und ich würde gerne einchecken. Ah, Sarah Engels, einen Moment. Haben Sie denn Ihren Buchungscode? Nein. Gut, dann muss ich Sie gleich mal mit einem Mitarbeiter verbinden. Die nächste freie Mitarbeiterin ist gleich für Sie bereit. Nein, okay, Spaß beiseite. Wie kann ich Ihnen helfen? Also eigentlich muss ich nur ganz kurz auf Toilette. Ah, okay. Sarah, dein Schuh ist dein Handy und du bekommst einen Anruf. Ständig, aber Moment, da würde ich Moment. Einfach an den... Ja. Nein. Aber warum kannst du denn... Kann nicht sein. Was passiert?
Ich bin in der Halbpension, oder? Ja. Nein, ich bin in der Halbpension. Ich bin im richtigen Hotel. Ich habe keine Ahnung. Das sind so ganz komische Leute hier. Was meinst du, wie es hier aussieht? Die ist ganz komisch. Das ist ein Typ, der singt die ganze Zeit. Eine Frau, die mich in irgendeine Warteschleife bringt. Hm. Okay. Ich versuch's nochmal. Ja. Ciao. Cooles Telefon. Mann. Die Schuhbänder heißen da auch nicht Schuhband, sondern Quasselstrippe. Genau. So, Frau Engels. Ja. Simon, du bringst Sarah auf ihr Zimmer und ihr Koffer führt plötzlich ein Eigenleben. 375. Und das Zimmer befindet sich die Treppe hoch auf der linken Seite. Ich zeig's Ihnen einfach. Perfekt. Darf ich die Tasche nehmen? Den Koffer? Ja, gerne. Kann ich denn noch was für Sie tun? Ja, ganz kurz. Wenn die Post kommt, ich hatte... Das aber auch ganz schön. Okay, wir können los. Ich hatte mir ein Paket ins Hotel bestellt, weil da ist mein Outfit drin später. Das werden wir dann liefern. Aus, Sitz! Und wenn Sie bei Gelegenheit das Einchecken noch bewerten, dann... Mach ich dann morgen. Würde mich das freuen. Ja. Wiederhören. Ach, einfach da lang und wir gehen einfach. Ich kann den Koffer sonst auch nehmen. Gehst du jetzt mit? Simon. Der ist aber auch wirklich, der ist sehr eigensinnig. Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ja. Wir können, ist da was Zerbrechliches drin? Bitte? Der wirkt mir sehr aufgeweckt, Herr Bengel. Sehr lebendig. Soll ich den Koffer einfach nehmen? Okay. Also, wo muss ich lang? Einfach die Treppe hoch und dann links. Alles klar. Ich trag was, ich trag. Alles gut, ich mach das schon lieber alleine. Also, toll! Lisa, du präsentierst das Lager wie eine Luxusimmobilienmaklerin. So, dann kommen Sie mal rein. Haben Sie die Warten Sie einmal. Sind die Füße, Entschuldigung, sind die Schuhe sauber? Bitte? Sind die Schuhe sauber? Ja, die Schuhe sind sauber. Super, alles klar, ist ganz wichtig, dass Sie erstmal nichts anfassen. Warum siehst du mich plötzlich? Weil dieser Raum was mit mir macht. Oh ja. Weil das einfach so schön ist. Da, ich spür's. Also wir duzen uns. Okay, ja. Hier auf der linken Seite ist es so ein bisschen die Wellness Suite. Oh. Hier haben wir diesen übereinander gestapelten Sitzbereich. Da kann man sich so rein flauschen und dann, das ist eine ganz wohlige Höhle. Hier, das ist, ach, da hat wieder jemand ein Foto von mir gemacht und eine Figur draus. Das ist, weil du so umwerfend bist. Und hier auf der Seite sieht man, ach, lass einfach liegen. Das lasse ich vom Team zusammenbauen. Bleib einfach liegen. Ich guck's weg. Oh Gott, ein Leopard fällt über mich her. Nein, bitte. Alter, ja, super. Entschuldigung. Okay. Oh. Hier geht's weiter. Also hier das... Ralf, du findest alle Geschenke, die du Lisa je gemacht hast in diesem Lager. Diese wunderbaren Gläser, die haben eine... Moment. Ja, es ist... Die ist sehr schön. Sur la Flamingo. Wow. Die kenne ich auch. Ehrlich? Ja. Yeah. Hattest du die bestellt und ich habe das Päckchen hier reingelegt? Nicht, das war vor 4 Jahren, da hab ich dir die geschenkt, weißt du noch? Ich dachte, du hast ja gesagt, du trägst die immer, aber jetzt... Zieh mal auf. Das ist ja auch hier meine kleine Schatzkiste. Zieh doch mal auf. Okay, alles klar. Und die zieh mal auf. Ja, gerne. Und die steht dir so gut. Oder? Mal, ja. Ich muss auch direkt auf einem Bein stehen. Yeah. Aber sag mal, kann es sein, dass das auch die Kuh ist? Und dass das Kissen und dass das Lametta, das ich dir zu Weihnachten geschenke? Und das hier, der Schrittschutz, den ich dir geschenkt habe? Und der Beißknochen? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Das habe ich dir auch geschenkt. Ich weiß nicht, was drin ist, aber das ist alles von mir. Hier, den Rettungsring habe ich dir. Die Golfschläger, hier. Das sind 1A-Golfschläger. Pass auf, besser nicht. Ich habe...
Aber alles, alles was mir besonders, ja, aber alles, was mir besonders wichtig ist, lege ich hier hin, damit nichts drankommt. Das sind alles die Sachen, ich meine, so eine Kuh, wer will nicht so eine Kuh haben? Also niemand, aber wer, und deswegen... Lisa, einige dieser Sachen sind viel, viel schwerer, als sie aussehen. Oh Mensch. Ich hab sie ja nicht gesehen, aber sie haben sie lieber ausgesucht. Ach komm, ich setz mich mal neben dich. Nein. Ich hab das alles mit Liebe ausgesucht. Du hast das alles in dein Lager gesteckt. Komm, setz dich mal hin. Ich hab... Wir machen jetzt das mit den lustigen... Oh Gott. Das ist ja dieser... Ich weiß nicht, ob du bei der Modenschau mitmachen solltest. Also diese... Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht austrinken. Diese Designertische, die sind... Ja, mach dich, hilf dir. Geht's? Vorsicht, ist schwer. Oh. Hast du was mit dem Rücken? Nee, aber das ist doch hier, das ist doch Massivholz. Was ist das? Oh ja, das ist super schwer, ja. So, oder ich. Okay, pass auf. Alles, was wichtig ist, markiere ich jetzt. Ja, meine Geschenke. Ich krieg den Stift nicht hoch. Was ist denn? Oh, dieser Stift, der ist... Ja, nämlich, ja, der ist leicht. Probier den mal, der ist... Gib mal her. Gib her den Stift. Oh, ja. Das könnte ich nicht. Oh. Im Ernst, was ist denn los? Hast du gar keine Kraft Nein, mehr? Aber das ist doch, der ist doch voll schwer. Ja, ist er. Lisa und Ralf, packt das Auto so voll, wie für einen Guinness-Rekord. Wimme? Okay, wann ist die Modenschau? Gleich. Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen einfach... Wir müssen alles mitnehmen, was okay. wir so kriegen können. Alles, alles was man zum Dekorieren, zum das, Ausstaffieren und das so weiter braucht. Schau mal mit, oder? Also was? Das, ich da kann das. Man doch schöne Sachen machen. Ich nehme das. Alles klar. Und hier. Das nehmen wir auch. Hier ist dann doch auch Sachen. So. Und das nehme ich mit. Alles klar. Und go, go, go. Go, go, go. Schau mal rein. Rein damit. Sechs. Alles klar. Was haben wir noch? Ist da, was ist das denn hier? Och, das aber, guck mal, das ist doch... Was nehmen wir mit? Ralf, trage immer hier. Einen Gegenstand oh. mehr als hier Lisa. Noch. Hier sind noch Klamotten drin. Boah. Ja, los. Scheiße, ihr habt mehr. So, da hinten. Oh, ich hab noch super was gesehen. Willst du noch... Lisa, trage immer einen Gegenstand mehr als Ralf. Warte, stopp. Gib mir das. Nein, das möchte ich tragen. Gib mir das. Nein. Gib mir... Nein, das ist meins. Okay, dann nehme ich jetzt zwei Arme. Pass. Ich nehme zwei Arme und das... Dann nehme ich das. Dann nehme ich den Tisch noch. Ich halt das. Und das. Und den nehme ich auch. Immer einer mehr. Wie du. Ich habe aber noch einen Helm. Was? Und eine Brille. Und Kopfhörer. Weißt du, was ich nehme? Guck mal, ich nehme 392 Gut. Bälle. Vielleicht brauchen wir das auch nicht unbedingt. Doch, doch. Die Kuh? So, was könnte man noch? Ich glaube... So, hier habe ich noch richtig... Oh. Das kann man gut tragen. Oh, hier. Das kann man gar nicht gut tragen. Und den Andererseits... Tisch. Doch, das kann man gut tragen. Also wenn Sie jemals jemanden brauchen, der Ihnen beim Umzug hilft, nicht Ralf. Nein! Oh Gott. Ja, nimm mal den Flamingo. Pass auf, ich fahr los, du schwimmst hinterher, okay? Oh. Ich glaube, ich hab mir den Flamingo gebrochen. Komm. Alles klar, aber auf einem Bein hattest du doch vorher schon. So. Komm, geht's los? Alles klar. Komm, los geht's. Müssen wir das festschnallen? Ach nee, das Helm. Aber wichtig ist Helm. So, alles klar. Los geht's. Du lenkst, ich mach Gas. Okay. Und los. Hinter.